Einen wunderschönen guten Tag zum Dakadaka TV mit zum nächsten Codex Review. Ich hoffe, heute ist das Ton, ne? Ist der Ton ein bisschen besser? Ich habe, glaube ich, es gerade schon wieder gehört. Manchmal puste ich so ein bisschen, aber das ist dann halt auch so der Elan, den ich dabei habe, wenn ich euch Sachen erzähle. Und ich versuche ein bisschen aufzupassen und ja, guckt Videos, dann kriege ich vielleicht genug Einnahmen mal irgendwann in 2 Jahren, dann kaufe ich mir ein vernünftiges Mikro. Ich will so ein cooles, wisst ihr, so wie man das so sieht, so diese Post-Podcast-Macher. So ein cooles Mikro. Dann bin ich irgendwie auch up to date, glaube ich. Naja, Spaß beiseite. Adeptus Custodes, die Goldburschen sind heute dran, sind doch zur gleichen Zeit rausgekommen wie der Genestealer-Kult. Auch ein kleines Völkchen, sag ich mal, genauso wie der Genestealer-Kult. Also, die haben alle nicht viel Einheiten. Ne? Die hat GW jetzt relativ schnell rausgehauen, auch wahrscheinlich, weil sie da kaum neue Modelle, jeweils nur ein Charaktermodell rausgebracht zu haben. Was man jetzt schon so sieht, Craftworld, Elder, das wird schon ein größerer Release. Ne? Da kommen sehr, sehr viele neue Modelle neu. Deswegen durch Covid wahrscheinlich haben sie die zwei kleineren erstmal dazwischen geschoben. Adeptus Custodes. Ich besitze ja selber eine kleine Armee. Spiele ich leider viel zu selten. Aber was soll man sonst noch alles spielen? Battle Reports mit Custodes sind natürlich auch in der Pipeline. Natürlich. Und ja, wir machen genauso weiter. Wir machen immer so einen coolen Überblick. Ne? Also ich nenne es immer Review, aber wir nehmen es ja alles nicht oder nie 100% auseinander. Wir lassen Teile aus. Nachher zu den Datasheets zum Beispiel. Es gibt ja gar nicht viele. Deswegen wird das Codex Review höchstwahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. So. Adeptus Custodes haben Kontingenzfähigkeiten. Fangen wir doch da mal mit an. Und das fängt schon mit dem Satz an. Ein Adeptus Custodes Kontingent ist eines, das ausschließlich Modelle mit dem Schlüsselwort Adeptus Custodes, ausgenommen Anathema, Psykaner, Agent des Imperiums oder fraktionslos enthält. Ne? Also Anathema, Psykaner, das sind die Sisters of Silence mit gemeint. Agenten des Imperiums ist zum Beispiel eine Assassine. Ne? So. Adeptus Custodes Kontingent erhalten die Fähigkeiten Legion des Imperators, Armee aus Helden und Thronwächter. Das klingt ja schon mal sehr episch. Ne? Man Schluck Bräu trinken und dann geht's weiter. Adeptus Custodes Einheiten in Adeptus Custodes Kontingenten erhalten die Fähigkeit Kampfstil des Schildheeres. Aha. Adeptus Custodes Infanterieeinheiten und Anathema Psykaner Standardeinheiten bekommen Missionsziel gesichert. Okay, ne? Also nur Infanterie ist schon der erste, aber signifikante Unterschied. Vorher haben das ja auch die Bikes gemacht, die ja nicht das Infanterie-Kennwort hatten, ne? Jedes Adeptus Custodes Modell zählt als ein zusätzliches Modell, wenn du die Kontrolle über einen Missionszielmarker ermittelst. Dies ist kumulativ mit anderen etwaigen Regeln, die besagen, dass sie zusätzliche Modelle zählen. Ja, ne? 9. Edition, Marker Game, Obsec, alles ganz wichtig. Also hier im ersten Abschnitt in den Grundregeln ist schon mal sehr viel Musik drin, muss ich mal sagen. Zählt als ein zusätzliches Modell, ist schon mal also eine Dreier-Einheit Custodes, Wache, wie sie jetzt heißen, zählt als 6 Modelle. Das ist schon mal ziemlich gut. Ne? Das ist schon mal mehr als so dieser normale Fünfertrupp, der irgendwo billig gekauft wird, sage ich jetzt einfach mal, um Missionsziel zu halten. Ne? Dann gilt man schon als 3, wenn man noch nichts verloren hat, schon mal als einer mehr. Gut. Anathema Psykaner, ein Kontingent ist eines. Ach du, man kann auch ein komplett eigenes Kontingent Anathema Psykaner spielen. Das ist ja interessant und dann kriegen die Standardeinheiten dann natürlich auch Missionsziel gesichert. Ja. So, dann kommen wir, haben wir vorhin schon gehört. Das ist eine Sonderregel von uns, die Legion des Imperators. Was sagt uns das denn?
Die Legion Imperatus, du kannst nicht mehr Anathema Psychana-Standardeinheiten als Adeptus Custodes-Standardeinheiten mitbringen. Das ist so eine Regel, die haben wir schon relativ häufig jetzt gehört. Man darf ja zum Beispiel auch nicht Poxwalker oder Kultisten mitnehmen, nicht mehr als Death Guard, wie heißen sie, solchen Marines oder Terminator-Einheiten, ne? Du kannst nicht mehr Anathema Psykhana Akku-Einheiten als Custodes Akku mit Einheit mitnehmen. Du kannst keine Anathema Psykhana-Modell als dein Kriegsherrn wählen. Okay. Ja, das ist die Legion des Imperators. Die nächste Sonderregel ist Armee aus Helden. Ich kann maximal ein Schildkommandant in einem Adeptus Custodes. Ich kann maximal eine Schildkommandanteinheit jedes Typs in einem Kontingent aufnehmen. Ah ja, also wenn ich zwei Schildkommandanten auf einem Dorn-Eagle-Jetpack mitnehmen möchte, dann brauche ich zwei Kontingente. Aber ich dürfte in einem Bataillon einen zu Fuß mitnehmen, einen in Alarus-Terminator-Rüstung und noch einen auf Jetbike. Das dürfte ich schon, ne? Steht ja hier. Gut, haben wir schon wieder was gelernt. Die Armee aus Hellach hatten wir schon. Thronwächter. Hinsichtlich der Regel Achtung, Sir, zählt jedes Adeptus Custodes Infanterie und Adeptus Custodes Biker-Modell für befreundete Adeptus Custodes Charaktermodelle desselben Schildheeres als zwei Modelle. Ah ja. Ja, das macht Sinn, weil sonst bringt die ganze Regel ja fast nichts für uns, weil man ja eigentlich immer sehr kleine Trupps Custodes spielt, ne? Das ist schon mal auch nicht schlecht. Der Kampfstil des Schildheeres. Der Kampfstil ist sozusagen dann ja die Ordenseigenschaft, die Kulteigenschaft. Das ist dann jetzt hier der Kampfstil des Schildheeres. Und natürlich gibt es hier schon vorgegebene. Es gibt keinen Baukasten. Es gibt nur die vorgegebenen. Macht ja auch Sinn. Also bei so wenig Custodes, die es überhaupt gibt, die ja quasi, wo der Imperator schon fast jeden Namen kannte, sozusagen. Also, dass sich da so viel vermehrt hat, so viel irgendwie spezialisiert hat, das ist auch Quatsch. Es gibt ein paar Schildkompanien und Bums fertig aus, ne? So. Jeder hat natürlich wieder eine Fähigkeit, ein Stratagem, eine Begabung des Kriegsherrn und auch natürlich ein Relikt. Womit fangen wir denn an? Ich glaube, wir gehen nicht alle durch, aber so, sag ich mal, drei sind mindestens auf jeden Fall erwähnenswert. Zum Beispiel die Auserwählten des Imperators, das sind hier die ersten. Der Kampfstil hat zwei verschiedene Eigenschaften. Das steht hier so, das heißt sogar auch Eigenschaft 1. Jedes Mal, wenn eine Einheit mit dieser Eigenschaft zum Kämpfen oder zum Schießen gewählt wird, kannst du einen einzelnen Trefferwurf oder Verwundungswurf wiederholen. Gut, ne? Ganz normal, kennen wir schon, ganz oft gelesen, gibt es ganz viele andere Völker, die das auch haben. So, Eigenschaft 2. Jedes Mal, wenn ein Modell mit einer Fähigkeit mit dieser Eigenschaft einen Lebenspunkt in als Folge einer tödlichen Verwundung verlieren würde, wirf einen W6, bei 4 plus verliert es den Lebenspunkt nicht. Das finde ich sehr stark. Aber das finde ich auch nur sehr stark, muss ich sagen, weil wenn ich mal auf ein Turnier war in letzter Zeit, da ist das Meta doch ziemlich von Grey Knights und auch Thousand Suns durchseucht und dagegen so viele Mortal Wounds. Ein 4 plus Safe, After Safe, generell ein 4 plus Safe, ne? Ja, sonst haben sie ja kein Safe gegen tödliche Wunden. Finde ich das schon ziemlich mächtig, ne? Also situativ gegen manche Armeen ist das ja schon, wenn man bedenkt, so ein Grey Knight Psyker, man kennt ihn, der macht im Schnitt 14 Mortal Wounds durch 3. Das sind fast 5 Custodian Guards, die sonst tot werden würden. Gut, die hätten auch standardmäßig einen 6 plus, kommen wir auch gleich noch zu. Aber, also so ein Psyker, der könnte ja quasi so eine Dreier-Einheit, sagen wir mal, locker töten. Ne? Und mit dem 4 plus natürlich nicht. So. Das Stratagem, die erlesene Mischung, setzt die Gefechtsoptionen in deiner Befehlsphase ein, wähle eine auserwählte Separatseinheit deiner Armee und wähle einen Kampfstil eines anderen Schildheeres. Bis zu Beginn deiner nächsten Befehlsphase haben die Modelle in dieser Einheit die Kampfeigenschaft des Kampfstils.
Ja, ne? Also ist halt so, finde man ist flexibel, sage ich jetzt mal. Oder taut einen jetzt nicht vom Hocker, aber das kann natürlich situativ gut sein. Ich sehe gerade, ich habe eine wichtige Sache vergessen, denn jedes Schildherr hat nicht nur Kriegsherren, Stratagem und Relikt, sondern auch noch ein Kriegskatar für sich selber, sozusagen als Hauptkatar, wenn man das so will. Da kommen wir gleich noch zu. Die hätten jetzt hier Rendax, nennt sich das, ne? Und da kommen wir gleich noch zu. Begabungskriegsherrn, ein goldenes Vorbild. Jedes Mal, wenn dieser Kriegsherr kämpft, kann er, nachdem alle seine Attacken abgehandelt haben, eine Anzahl zusätzlicher Attacken ausführen, die der Anzahl feindlicher Modelle entspricht, die während des Kampfes infolge seiner Attacken zerstört worden sind. Cool. Ja, ne? Mehr Attacken. Kannst einen kämpfenden Charakter bauen. Vielleicht hat er sogar die Reliquie dabei, den Paradespeer. Natürlich ersetzt er den Wächterspeer. Schnellfeuer 1, 24 Zoll, Stärke 5, minus 1, 2. Da müsste ich jetzt eigentlich. Der hat eine Stärke mehr, ne? Ja. Aber im Nahkampf ist er viel besser. Da macht er plus 3 Stärke, minus 5 auf Durchschlag und 2 Schaden. Ne? Nett. Also ich sage jetzt mal so, hat Haudein alles überhaupt nicht vom Hocker. 4 plus 4 plus Feel No Pain gegen Mortal Wounds ist so das Einzige, wo man so sagt, boah, das gibt es aber eigentlich sonst nie und das armeeweit, boah, das könnte, dann ist es irgendwie was Besonderes, ne? Genau. Die Schattenwächter, die Shadowkeepers, das waren eigentlich immer auch so meine Lieblinge. Gucken wir uns mal an, was die so machen. Kampfstil des Schildheeres, Wächter der dunklen Zellen, also die Gefängnishüter sozusagen. Die erste Eigenschaft des Kampfstils ist, solange sich eine feindliche Einheit in Nahkampfreichweite um eine oder mehrere Einheiten befindet, ziehe eins vom Profilwert Attacken des Modells jener feindlichen Einheit ab. Ja. Also ich als Kustodes 2 plus Rüstung, 4 plus Rettung und dann dem Gegner sozusagen auch noch Kadenz nehmen, wenn er doch damit ankommt. Warum nicht, ne? Kampfeigenschaft 2 ist jedes Mal, wenn ein Modell in eine in einer jedes Mal, wenn ein Modell in einer Einheit mit dieser Eigenschaft eine Attacke gegen ein Charaktermodelleinheit ausführt, kannst du den Verwundungswurf wiederholen. Ja, vielleicht situativer. Aber man muss natürlich sagen, kann halt auch gut sein, ich sag mal, wenn man gegen vier große Chaos Knight Ritter spielt, die alle irgendwie Charaktere sind, ist es super. Gegen große Dämonen, gegen viele andere Chaos Modelle, irgendwie so ein, zum Beispiel so ein, hätte ich jetzt auch gesagt, so ein, wie nennt sie, Lord Discordant oder sowas, das ist schon nicht schlecht. Oder irgendwie einfach gegen große Klopper-Charaktermodelle, da kann man dann ordentlich mal auf den Putz hauen und sagen, ja, gegen dich verwunde ich alle Verwundungswürfe. Ist doch gut. Das Kriegskatar ist hier Kaptaris, da gucken wir uns gleich noch an, wie gesagt. Das Stratagem heißt, schwer lastet die Verantwortung. Ja, das gab es auch schon im Buch, nicht Vigolus, ihr wisst schon hier im Zusatzbuch, das war früher schon cool. Ich finde den Namen einfach cool. Schwer lastet die Verantwortung. Das klingt schon wieder so hochtrabend, ne? Aber wir sind ja auch Custodes. Wir sind ja die Elite der Elite der Elite. Setze die Gefechtsoption in einer beliebigen Phase ein, wenn ein Schattenwächtereinheit deiner Armee, ausgenommen Fahrzeuge, vorher ging es, jetzt nicht mehr, Ziel einer Attacke gewählt wird. Ziehe bis zum Ende der Phase jedes Mal, wenn eine Attacke gegen eine Einheit ausgeführt wird, eins vom Profilwert Stärke ab. Das ist mächtig, ne? Das ist schon ziemlich mächtig. Man könnte jetzt auch zum Beispiel, ich schieße mit Boltern auf oder Boltern oder galvanischen Gewehre zum Beispiel, schieße ich auf Vertus Praetors. Ich mache das Stratagem an. Zack, hat der Gegner nur noch Stärke 3 und verwundet mich auf die 6. Das macht ja schon einen Riesenunterschied. Ne? Also, das ist immer noch ein sehr gutes Strategy. Früher konnte man das natürlich auf Widerstand 7 Dreadnoughts machen. Dann war es noch mächtiger. Ne?
Muss man mal sagen, es ist ein bisschen schlechter geworden, aber es ist eigentlich immer noch ein gutes Strategy. Die Begabung des Kriegsherrn, der Torwächter. Jedes Mal, wenn eine Attacke dieses Kriegsherrn ein Charaktermodell einer zugewiesen wird, kann kein Rettungswurf gegen jene Attacke abgehandelt werden. Boah. Boah. Das ist stark, ne? Also ich finde das sehr stark, besonders wenn man ja noch weiß, ich darf den Verwundungswurf wiederholen, ne? Dann kann ich doch mal einen großen Dämon aufspießen gehen, ne? Also mit meinem Vertuspraetor Jetbike Captain, ne? Der macht dann natürlich gut was los. Da hat der Dämon zum Beispiel keinen einzigen Schutzwurf gegen, ne? Die Reliquie der Stasiskerker, den fand ich auch gut. Nur für Schattenwächtermodelle toll. Danke für die Erinnerung. Wir sind im Bereich Schattenwächter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wähle zu Beginn der Nahkampfphase eine einzelne feindliche Einheit, die sich in Nahkampfreichweite um den Träger befindet. Jene Einheit kommt in dieser Phase nicht zum Kämpfen in Frage, bis alle in Frage kommenden Einheiten deiner Armee gekämpft haben. Fight last. Ja. Also sehr ein Schildherr, was sehr gut ist, um wirklich auch mal ein großes oder starke Charaktermodelle anzugehen, die keine Rettungswürfe haben, die zuletzt kämpfen und die sogar, wo man sogar noch die Verwundungswürfe gegen wiederholen kann. Ne? Ne? Das ist schon, finde ich gut. Die Schattenwächter sind ein gutes Schildherr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die grausamen Schilde. Die Werkzeuge des Zorns des Imperators. Die grausame Schar. Klingt grausam. Eigenschaft 1. Jedes Mal, wenn ein Modell in einer Einheit mit dieser Eigenschaft eine Attacke gegen eine feindliche Einheit innerhalb von 9 Zoll um seine Einheit ausführt, verbessere den Durchschlagswert jener Attacke um 1. Ne? Für Nahkampf und Beschuss. Ne? Denn es sagt einfach nur Attacke innerhalb von 9 Zoll. Das kann natürlich auch in Nahkampfreichweite sein. Schon sehr gut. Ne? So ein Wächtersperr mit DS4, Äxte mit KG, mit Durchschlag 3, ganz wichtig. Ne? Und natürlich auch zum Beispiel Hurricane Bolter innerhalb von 9 Zoll, DS1, finde ich stark. Ne? Zweite Eigenschaft, du kannst Angriffswürfe wiederholen für Einheiten der grausamen Schar. Und da müssen wir jetzt gar nicht viel zu sagen. Das ist natürlich sehr, sehr mächtig. Ne? Armeeweit Angriffswürfe wiederholen ist eine gute, ist sehr gut. Ne? Das Stratagem heißt, das goldene Licht des Moiraides, also Leute, keine Ahnung, wie man das ausspricht, es kostet jedenfalls 2 Befehlspunkte. Ist eine strategische List. Setze die Gefechtsoption in deiner Bewegungsphase ein, wenn eine grausame Schareinheit deiner Armee mit der Fähigkeit aus goldenem Licht, Schocktruppen, auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird. Bis zum Beginn deines nächsten Zuges gilt. Ziehe bei jeder Attacke gegen jene Einheit 1 vom Trefferwurf ab, weil ich natürlich im goldenen Licht stehe, ne? Und der Gegner geblendet ist. Gut. Ne? Jedes Mal, wenn jene Einheit eine Angriffsbewegung ansagt, können feindliche Einheiten nicht Abwehrfeuer geben und nicht standhalten. Das ist situativ sehr mächtig, möchte ich jetzt hier einfach mal so sagen. Also, es kostet 2 CP, aber es kann natürlich je nach Gegner extremst effektiv sein und auch spielentscheidend sein. Die Begabung des Kriegsherrn, den Titel kenne ich auch. Das ist der allsehende Verwüster. Wähle in der Befehlsweise diesen Kriegsherrn oder eine einzelne befreundete grausame Schar-Kerneinheit innerhalb von 6 Zoll in diesen Kriegsherrn. Bis zu Beginn deiner nächsten Befehlsphase verursacht ein unmodifizierter Treffer von 6. Jedes Mal, wenn ein Modell in jener Einheit eine Attacke ausführt, einen zusätzlichen Treffer. Das ist schön, ne? Das ist eigentlich immer auch ein ganz guter Roller Trade. Wir wissen ja, Custodes, die hauen schon mal ordentlich zu und dann kann auch sowas wirklich gut sein. Ne? Die Reliquie ist Admonimortis. Das ist eine besondere Kastellan-Axt. Auch Stärke 5 im Schnellfeuerprofil, macht aber im Nahkampf auch richtig Aua.
plus 3 Stärke, minus 3 Durchschlag und 3 Schaden flat. Das ist hervorragend. Ne? Das ist hervorragend. Dann hat so ein Alarus-Captain 6 Attacken Stärke, 8 minus 3, 3. Ja, ne? Dann haut der auch schon mal ordentlich was tot. Dann wollte ich noch die ein Schild her durchgehen, und zwar die Solarwacht, weil die ist wirklich gut. Also die der Kampfstil lautet Klauenschlag-Einsatz. Sehr lustig irgendwie. Eigenschaft 1, addiere 1 zu Vorrücken und Angriffswürfen für eine Einheit mit dieser Eigenschaft, für Einheiten mit dieser Eigenschaft. Wenn eine Einheit mit dieser Eigenschaft die Fähigkeit unerbittliche Vorhut, das ist automatisches Advancen für Jetbikes, hat, addiere 7 statt 6. Ne? Geil. Ne? Ja, ist gut. Plus 1 auf Angriffswürfe nach dem Schocktruppeneinsatz. 8er Charge ist was anderes als 9er Charge. Lassen wir so stehen, ist sehr gut. Einheiten mit dieser Eigenschaft kommen in einem Zug, in dem sie sich zurückgezogen habe, in Frage, einen Angriff anzusagen. Da liegt die Musik. Da liegt die Musik. Das ist sehr stark bei Gustodes. Also zum Beispiel, ich nehmen wir mal eine 5er Jetbike-Einheit, die 14 Zoll Bewegung hat. Ich greife irgendwo an, schlage was vielleicht nicht ganz tot oder halb tot oder werde angegriffen, um abgebunden zu werden. Irgendwie sowas. Und ich ziehe mich zurück in meinem nächsten Spielzug mit 14 Zoll und also greift da an, wo ich will. Also das macht einen so unfassbar flexibel. Ne? Ist schon sehr schön, weil auch eigentlich muss man ja wirklich sagen, mit Custodes will man den Nahkampf und nicht unbedingt irgendwas erschießen. Ne? Genau. Das Stratagem, der zustoßende Adler. Setze Gefechtsoptionen in einer beliebigen Phase ein und wenn ein feindlicher Kriegsherr von einer Solarwachteinheit deiner Armee zerstört wird, jedes Mal, wenn du bis zum Ende der Schlacht einen Zermürbungstest für eine feindliche Einheit abgelegt wird, ziehe eins vom Zermürbungstest ab. Ja, ne? Ja, nö. Irgendwie doof. Zu situativ. Ne? Nee, wollen wir nicht. Begabungskriegsherrn, Vorwärtsmarsch. Wähle zu Beginn deiner Angriffsphase eine befreundete Solarwacht-Einheit innerhalb von 6 Stunden. Den Kriegsherrn, bis zum Ende der Phase kommt jene Einheit in einem Zug, in dem sie vorgerückt ist, zum Angreifen in Frage. Noch mehr Flexibilität. Ich darf nicht nur zurückziehen und angreifen, sondern wenn ich diesen Warlord-Trade mit habe, Bums, kann ich sogar vorrücken und angreifen. Wenn ich dann, also zum Beispiel der Captain auf Jetbike fliegt mit den Vertos Pretos vor, die vorrücken, 7 Zoll haben wir vorhin gelernt, dann fliegen die 21 Zoll. Der Captain muss ja nicht unbedingt angreifen, der reicht ja auch, wenn er Buffs gibt sozusagen. Die dürfen dann noch vorrücken und angreifen. Ja, also das ist für mich der zustoßende Adler. Das ist eigentlich, hört sich besser an. Die Reliquie, die Flinksilberklaue, auch ein Wächterspeer, Stärke 4 minus 2, 2 im Fernkampfprofil und im Nahkampfprofil plus 2, Stärke minus 4 und Durchschlag 2. Ja, das haut mir auch nicht so vom Hocker. Irgendwie sind die alle so ein bisschen so gleich. Ne? Die Kastellanachs fand ich gerade ganz gut. So. Schildheere, sind wir durch. Ne? Gibt noch zwei andere, sind wir jetzt nicht durchgegangen. Wir gehen jetzt mal zu den Gefechtsoptionen. Arkane Genalchemie, das ist schon der erste Befehlspunkt beziehungsweise 2. Kennen wir aus dem alten Codex-Update schon. Ist quasi Transhuman und wenn ein Adeptus Custodes einer 3 oder weniger Modelle hat, kostet es 1 CP. Wenn es 3 oder mehr Modelle hat, kostet es 2 CP. Da möchten vielleicht ganz viele Custodes-Spieler sagen, dass das nicht ganz so fair ist im Gegensatz zu den Space Marine. Aber Custodes halten einfach mehr aus. Ne? 3 Custodes sind zwar nur 9 Lebenspunkte, haben aber wieder schon 5 Zweier Hose, 4 Retter. Das ist einfach mehr als ein 5er-Trupp. Intercessors. Ne? Also ein 5er-Trupp Intercessors
kann mit einem CP nicht so viel damit anfangen, finde ich, wie ein Dreier-Trupp Custodes. Das möchte mir jetzt vielleicht einer gerne vorrechnen. Das wäre vielleicht wirklich mal interessant. Aber ich finde es eigentlich okay, ehrlich gesagt. Ich find's okay. Nachsetzen, ein Befehlspunkt. Setze Gefechtsoptionen in der Nahkampfphase ein, wenn sie innerhalb des Custodes Biker-Einheit deiner Armee neu ordnet. Jedes Mal, wenn du bis zum Ende der Phase ein Modell jener Einheit eine neue Bewegung durchführt, kann sie 3 Zoll zusätzlich bewegen. Wir kommen noch gerade von Bikes. Wie schnell die sind die? Ich kann 21 Zoll advancen. Ich kann noch danach angreifen. Ich kann 3 Zoll reinpeilen und ich kann noch 6 Zoll neu ordnen. Bam. Bam, sage ich da nur. Finde ich gut. Es ist super stark. Ne? Präsidiumschildwall. Kustoswächtereinheit in der Nahkampfphase, wenn ich ausgewählt werde als Ziel. Und ich brauche natürlich komplett Präsidiumschilde. Das sind die Sturmschilde. Ne? Die gibt keinen Dreier-Rettungswurf mehr, gibt jetzt plus eins auf Rüstungswurf. Und wenn ich den Präsidiumschildwall für 1 CP spiele, muss der Gegner auch noch ein vom Trefferwurf abziehen. Ne? Also es wird sehr viel auch noch für die Durchhaltefähigkeiten des Adeptus Custodes getan. So, rächte Gefallenen, setze Gefechtsoptionen in der Nahkampfphase ein, wenn der Adeptus Custodes-Einheit deiner Armee zum Kämpfen gewählt wird. Bis zum Ende der Phase gilt, addiere 1 zum Profilwert Attacken von Modellen in jener Einheit, wenn sich jene Einheit unter Sollstärke, aber nicht unter halber Sollstärke befindet. Addiere 2, wenn sie unter Sollstärke befindet. Kann ich mir, wenn ich schon eine kleinere Einheit durch Verluste bekommen habe, kann ich sozusagen noch ja, mehr Attacken anmachen. Ne? Gut. Gehen wir mal weiter. Albtraumtöter, 1 oder 2 Befehlspunkte. Eben auch wieder Nahkampfphase. Addiere bis zum Ende der Phase jedes Mal, wenn ein Modell jene Einheit eine Attacke gegen eine Einheit ausführt, deren Profilwert Widerstand höher ist als sein eigener, 1 zum Verwundungswurf. Wenn ich 3 oder weniger Modelle habe, kostet es 1, sonst wieder, genau wie beim Transium, 2 Befehlspunkte. Sehr stark, immer gerne genommen. Ne? Also alles, was Widerstand im Prinzip 5 oder 6 oder höher, naja, was höher als 5 oder 6 hat, das heißt, alle dicken, fetten Monster ab 7 Verwundungswürfe wiederholen, ist mächtig. Ne? Dann gehen wir mal weiter. Die unendliche Wacht. Das klingt doch gut, ne? Die unendliche Wacht. Setze Gefechtsoptionen ein, wenn ein Charaktermodell vom Custodes zerstört worden ist und noch nicht gekämpft hat. Entferne jedes Modell nicht aus dem Spiel. Es kann kämpfen, nachdem die Attacke der Einheit des attackierenden Modells abgehandelt worden ist. 2 CP, also wie die, ja, wie die Space Marine Charaktermodelle, die dürfen ja eigentlich auch alle nochmal zuhauen. Ne? Weisheit der Moritoi oder Moritoi 1 CP. Auch wieder ein Spaceman Stratagem. Ich kann einen Dreadnought wählen und mir in der Befehlsphase aussuchen, ob der eine Aura bekommt mit Trefferwürfe von 1 oder von Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Ja. Vergeltung des Maschinengeistes. Ich kann mich ins höhere Profil beamen, ne? Also ins höchste Profil beamen für ein CP, also ein Fahrzeug der Armee. Ich kann für ein Fahrzeug Einheiten 5er. Fear No Pain anmachen gegen Mortal Wounds für die unüberwindlichen Maschinen. Dann zum Beispiel sich einen Namen machen. 1 CP. Setze Gefechtsoption ein, wenn ein feindlich Charaktermodelleinheit infolge eines Modells eines Adeptus Custodes-Charaktermodell, also Charaktermodell getötet wird. Handle eine der folgenden Optionen für jedes Custodes-Charaktermodell ab, also quasi ein Benefit, wenn ich ein anderes Charaktermodell töte. Wähle eine Eigenschaft eines Kampfstils des Schildherrs, die jene Einheit nicht hat. Bis zum Ende der Schlacht erhält jene Einheit jene Eigenschaft. Wähle eine Fähigkeit, eine Eigenschaft eines Kampfstils des Schildherrs, die jene Einheit nicht hat. Ich muss mal eben was nachgucken. Jeder Kampfstil gibt auch ein Kriegskatan. Einmal pro Schlacht
Wenn du eine der Haltungen jedes Katars für deine Armee aktivierst, kannst du für diese Fähigkeit einsetzen. Kannst du diese Fähigkeit einsetzen? Wenn du dies tust, wird auch die andere Haltung des Katars. Ach so, das ist das, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel die grausame Schar, gehen wir mal zu der grausamen Schar, die haben Dakatari und Dakatari hat auch irgendwie zwei oder drei Unterpunkte und dann darf ich eine zusätzliche anmachen. Okay. Okay. Ist das damit gemeint? Wähle eine Eigenschaft eines Kampfstils des Schildheeres, die ich nicht habe, wahrscheinlich, ne? Seite 54 bis 59, gucken wir da mal rein. Das ist ein bisschen komisch gewordet. Oder aber eine Eigenschaft des Schildheeres, das ist ja hier Kampfstil. Dann darf ich mir irgendeinen Kampfstil aussuchen von irgendeiner anderen. Schild von irgendeinem anderen Schild her. Oder ich kann mir wähle eine Haltung des Kriegskatars bis zum Ende der Schlacht profitiert jene Einheit immer von der Haltung. Das ist jetzt ein bisschen komisch gewordet, irgendwie. Hätte man jetzt auch einfacher hinschreiben können, aber okay. Also für ein CP dürfte ich dann jetzt als ich sag mal, ich bin grausame Schar und sag, boah, ich möchte jetzt hier zurückziehen und angreifen oder so. Oder ich möchte jetzt hier Angriffswürfe wiederholen von. Nee, ist ja grausame Schar. Boah, ich möchte Verwundungswürfe gegen das nächste dicke Charaktermodell verwenden. Dann nehme ich einen Schattenwächter-Eigenschaft. Okay. Okay. Sieger der Blutspiele, 1 CP, kennt ihr auch alle vom Namen her, hat sich aber, glaube ich, verändert. Ne? Setzt die Gefechtsoption vor der Schlacht ein, nachdem ein Begabung des Kriegsherrn für das Adeptus Custodes Charaktermodell deiner Einheit ermittelt wurde. Du kannst für jedes Modell eine zusätzliche Begabung. Ah, okay. Zwei Kriegsherrnfähigkeiten auf ein Charaktermodell geht also auch. Na, das, die Sieger der Blutspiele durftest du, glaube ich, vorher irgendwelche Würfel pro Runde wiederholen. Hat sich dann also auch verändert. So. Bruderschaft aus Hell, setze Gefechtsoptionen im Schritt heroische Intervention der Angriffsphase deines Gegners ein, wähle einer der Diskussions einer deiner Armee. Bis zum Ende der Phase kann ich heroische Intervention wie ein Charaktermodell ausführen. Wenn eine Einheit bereits in Frage kommt, um heroische Intervention auszuführen, kann ich 6 Zoll heroisch intervenieren. Gut. Sehr gut. Alles sehr, sehr nahkampfzentriert. Ne? Muss man wirklich ganz krass sagen. Unbezwingbare Wächter 1 CP. Setze Gefechtsoption in der Nahkampfphase ein, nachdem eine feindliche Einheit gekämpft hat. Wähle eine Adeptus Custodes Einheit deiner Armee, die sich in Reichweite eines Missionszielmarkers befindet. Also ich muss anscheinend nicht halten, sondern nur wirklich an einem Missionsziel sein. Zum Kämpfen in Frage kommt, jene Einheit kämpft als nächste. Also quasi kann ich für 1 CP dazwischen grätschen, wenn ich am Missionszielmarker stehe. Gut. 1 CP, manövrieren und feuern. Setze Gefechtsoptionen in deiner Bewegungsphase ein. Einheit der Diskussion ist einer deiner Armee, die fliegen kann, Bikes. Ne? Bis zum Ende des Zuges kommt jene Einheit zum Schießen in Frage, obwohl ich mich zurückgezogen habe. Gut. Gut. Sie kommen aus goldenem Licht, 1 CP, da kann ich eine Einheit schocken lassen. Dann der Preis der Verzweiflung, 1 CP, setze Gefechtsoptionen in der Zielphase deines Gegners ein, wähle eine feindliche Psioniker-Einheit innerhalb von 18 Zoll um eine Anathema-Psykaner-Infanterie-Einheit deiner Armee. Einheit deiner Armee, gefahrenes Warp erleidet, jene Psioniker-Einheit erleidet zusätzliche wieder tödliche Wunden. Gut, dann kann ich für 1 CP mit Anathema-Psykaner-Infanterie auch noch bannen auf 4 plus. Ja, ne? Dann gibt es noch die Stolpergranate. Setze die Gefechtsoption zu Beginn der Bewegungsphase oder der Angriffsphase deines Gegners ein, wähle eine feindliche Einheit, ausgenommen Einheiten, die fliegen können, innerhalb von 12 Zoll und sichtbar für den Adeptus Custodes Infanterie-Einheit deiner Armee und wirf ein W6. Wenn es die Bewegungsphase deines Gegners ist, ziehe für diese Phase das Ergebnis in Zoll vom Bewegungswert ab, bis zu einem Minimum von 0, natürlich. Wenn es die Angriffsphase ist, ziehe für die Phase das Ergebnis vom Angriffswurf ab.
Kennen wir, ne? Ich muss die Einheit sehen und es kann eine Custodes-Infanterie-Einheit machen. Für ein CP, gut. Dann gibt es ja, wie auch schon viele Armeen das jetzt bekommen haben, auch noch Upgrades, die man kaufen kann für Punkte und nicht mehr für CP. Das ist jetzt in dem Fall hier der Oberkommandant, der Captain Commander hieß es ja eigentlich. Jetzt heißt es hier Oberkommandant, schön eingedeutscht, finde ich gar nicht so schlecht. Captain Commander hört sich bescheuerter an, finde ich, als Oberkommandant. Gibt ein paar Fähigkeiten, die der da bekommen kann. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten. Meister der Haltung ist hier der teuerste mit 25 Punkte. Meister der Haltung. Wähle in deiner Befehlsphase eine Adeptus Custodes Kerneinheit oder ein Charaktermodell innerhalb von 6 Zoll um dieses Modell. Bis zu Beginn deiner nächsten Befehlsphase profitiert jene Einheit von beiden Haltungen deines gegenwärtigen Katars. Diese Einheit kann diese Fähigkeit nur einsetzen, wenn jene Einheit deiner Armee das Schlüsselwort Adeptus Custodes hat. Gut. Ne? Das ist schon mal, klingt ganz gut. Dann bedeutet das auch noch, genau, das ist nämlich, ganz wichtig, Leute, Meister der Haltung ist eine Aufwertung für einen Captain, für einen Schildkommandant, ne? Und zwar für den zu Fuß. Das ist der ganz normale Schildkapitän, also ein normales Custodes-Infanteriemodell zu Fuß, heißt Schildkommandant und der könnte das zum Beispiel bekommen, ne? Meister der Haltung bedeutet auch noch Geschwind wie der Adler. Dieses Modell kommt in einem Zug, in dem es vorgerückt ist, im Frage einen Angriff anzusagen. Okay, addiere 3 Zoll zur Aura-Reichweite. Warte mal, jetzt müssen wir mal vorher noch mal eben was gelesen. Jedes Mal, wenn ein Schildkommandantenmodell zum Oberkommandanten aufwertet, wähle eine der passenden Oberkommandantenfähigkeit unten, die das Modell enthält. Sein Machtwert wird um eine erhöht. Wenn du ein Spiel mit Punkt werden willst, vermerke jedes Mal in deiner Armeeliste, wenn du ein Schildkommandantenmodell diese Regeln hat und nähere dabei auch die Fähigkeit, die es erhält. Jedes Schildkommandantenmodell, also bekomme ich dann alle drei? Das steht ja hier nicht, ne? Und du kannst deine Oberkommandantenfähigkeit nicht für einen Schildkommandanten. Ja, das steht ja nicht, ne? Also ich müsste jetzt eigentlich alle drei kriegen, weil das steht ja alles unter Meister der Haltung. Ach nee. Nein. Meister der Haltung ist Quatsch. Das ist ein bisschen, habe ich gerade einen Knick in der Optik gehabt. Meister der Haltung, 25 Punkte, das ist wirklich nur hier beide Kriegskatars. Weil der nächste Punkt geschwind wie der Adler, das Vorrücken und Angreifen, was ich gerade gesagt hatte, kostet schon 15 Punkte. Das ist ein bisschen billiger, weil es ja nur dieses eine kleine Infanteriemodell. Gut. Für ein Alarus-Modell könnte ich zum Beispiel anmachen, nur für, genau, für den unaufhaltsamen Vernichter. Auch klingt geil, ne? Klingt geil. Jedes Mal, wenn dieses Modell eine Nachrücken- oder Neuordnenbewegung ausführt, kann ich eins zusätzlich bewegen. Jedes Mal, wenn dieses Modell eine Nachrücken- oder heroische Interventionbewegung ausführt, kann es sich in eine beliebige Richtung bewegen und kann dies auch tun, wenn es bereits ein feindliches Modell berührt, solange es die Bewegung im Nahkampfreichweite um eine oder mehrere feindliche Einheiten beendet. Das war früher ein bisschen anders. Ich durfte auch, glaube ich, raus aus dem Nahkampf konsolidieren. Jetzt darf ich nur noch in einen anderen Nahkampf rein oder an eine andere Stelle des Nahkampfes rein konsolidieren, auch wenn ich gebased bin. Finde ich ganz gut. Ne? Dann finde ich noch für den Vertus Praetor, also den Vertus Schildkommandant gut, die goldene Speerspitze, 15 Punkte. Das ist ja auch nicht viel. Ne? Jedes Mal, wenn dieses Modell eine Attacke ausführt, kannst du, wenn es diesen Zug angegriffen hat oder heroisch interveniert hat, Treffer und Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Da habe ich ja nicht mehr. Ich bin ja ein Charaktermodell und keine Kerneinheit. Das kann ich wieder quasi anmachen. Die goldene Speerspitze für 15 Punkte. Kommen wir zur Begabung des Kriegsherrn. So, da gibt es natürlich auch welche für Anathema Psykaner. Ich sage jetzt einfach nur, welche hier für den Custodes. Welchen nehmen wir denn mal? Der erste. Fangen wir nach vorne an. Meister der Kriegsstrategie. Punkt 1 ist 5er Wurf. Bekomme ich einen Befehlspunkt wieder, wenn ich den ausgebe. Sehr, sehr schön. Wir haben viele gute Stratagems. Sehr gut.
Und einmal pro Schlacht in deiner Befehlsphase kannst du, wenn Einheiten deiner Armee die Fähigkeit Kriegskatar einsetzen, die Reihenfolge deiner Kriegskatars zwischen Primär, Sekundär und Tertiär ändern. Naja, okay. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Übermächtiges Wesen, der dritte hier, 5 auf 4 No Pain für mich, sehr, sehr gut. Der fünfte, Strahlenkranz, ein minus 1 auf Trefferwurf auf mich, auch sehr, sehr gut. Trajan Valoris hat 2, der muss der Kriegsherr sein. Er ist zum Beispiel Champion des Imperiums, dein Kriegsherr kommt in Frage, eine heroische Intervention, also in 6 Zoll auszuführen. Ich kann mich dann auch natürlich 6 Zoll bewegen und ich darf den Trefferwurf wiederholen. Bam. Champion des Imperiums, Trajan Valoris, der kann was. Und er ist auch noch Meister der Kriegsstrategie, wie gerade gesagt. Das heißt, er kriegt CP wieder und kann einmal den Kriegskatar wählen. Cool. Reliquien. Reliquien, Adlerauge für ein Infanteriemodell. Einen Lebenspunkt dazu. Einmal pro Schlacht kann ich einen 3 plus Rettungswurf anmachen. Ja, haut mich nie vom Hocker. Aurum Akilas für ein Biker-Modell. Ich kann Angriffswürfe wiederholen. Das finde ich doch schon wieder gut. Ne? Okay. Wenn der Träger in der Bewegungsphase zu bewegen gewählt wird, kann er Schub geben. Wenn er dies tut, verdoppelt die den Profilwert Bewegung. Zusätzlich kommt der Träger in diesem Zug nicht in Frage, um zu schießen und einen Angriff anzusagen. Aber ich darf mich 28 Zoll bewegen. Das ist hervorragend. Das ist eigentlich ganz nett, aber wichtig ist, Angriffe wiederholen, das ist auch schon mal gut. Ne? So, dann noch ein Relikt und zwar die Prätorianerrüstung, Leute. Das muss ich euch nochmal sagen, die ist cool für ein Terminator-Modell, also so ein Alarus-Terminator. Ich kriege einen Widerstand dazu, Widerstand 6 ist ja schon mal sehr nice. Einmal pro Schlacht im Schritt heroische Intervention in der Angriffsphase deines Gegners kann der Träger, sofern er sich nicht in Nahkampfreichweite um feindliche Einheiten befindet, einen Teleportsprung ausführen, entferne den Träger vom Schlachtfeld und stelle ihn innerhalb von 3 Zoll um eine befreundete Einheit und in Nahkampfreichweite um eine feindliche Einheit auf. Geil. Wording, Achtung. Im Schritt heroische Intervention kann ich mich in 3 Zoll um eine befreundete Einheit teleportieren, quer übers Schlachtfeld, die zum Beispiel angegriffen worden ist. Na, dann darf ich mich an 3 Zoll um meine Einheit hier aufstellen und noch heroisch intervenieren, weil ich darf, das passiert ja im Schritt heroische Intervention. Gut, also ich kann einmal pro Schlacht kann ich quer über das Spielfeld heroisch intervenieren, das finde ich cool. Das finde ich lustig. Kommen wir zu den Innominae Imperatoris-Regeln. Ja, also, ich sag mal, gleich im Vorfeld, ein Out of Moment haben wir hier nicht, ne? Ich meine, die haben ja schon total viel einfach Copy-Paste aus dem Space Marine Codex und Stratagems benutzt, aber das geht hier leider nicht weiter. Das ist der Spoiler. Keine Gnade. Keine Gnade ist die gleiche Kategorie wie eigentlich alles, was man als Custodes gut kann. To the Last spielen, den Gegner zermürben zum Beispiel. Und die Macht von Terra ist eine Alternative angeblich dazu. Du erhältst am Ende der Schlachtrunde 4 Siegespunkte, wenn eine Einheit, mehrere feindliche Einheiten in der Schlachtrunde zerstört wurden und keine Kustodes-Einheiten oder Anathema-Psykaner-Einheiten deiner Armee in dieser Schlachtrunde zerstört worden sind. Boah, das ist einfach so situativ und kacke, ne? Also ich habe darüber nachgedacht. Das ist eigentlich, also wenn du in den letzten 2 Runden den Gegner getabelt hast und der nichts mehr hat, wisst ihr, und dann mache ich noch mit 2 Kustodes-Wächter-Einheiten, mache ich nochmal so hier 3 Püppchen weg und da 3 Püppchen weg und verliere nichts. Das mache ich dann so 200, kriege ich vielleicht 8 Punkte. Also naja, aber trotzdem, das ist irgendwie. Ich weiß, es ist komisch jetzt zu sagen, es ist total schlecht, weil man ja, das muss man einfach irgendwie spielen, aber nee, dann nehme ich alles andere ist besser als das aus den Kategorien. Schlachtfeldüberlegenheit, Wache halten. Klingt auch erstmal cool für Kustodes. Du hältst am Ende der Schlachtrunde 3 Siegespunkte, wenn du mehr Missionszielmarker als dein Gegner kontrollierst, die nicht innerhalb der Aufstellungszone
deines Gegners, eines Spielers befinden. Also das, ne, das kann bei manchen Situationen, in manchen Missionen überhaupt noch das im entferntesten das was Spielbares sein. Denn, pass auf, denn es ist vielleicht in manchen Missionen, nicht in allen, es kommt auch an die Marke, auf die Markeanzahl und die Platzierung der Marke an. Es kann situativ besser sein. Ich denke zum Beispiel an die Einheit, an die Mission 22 Battlelines, wo es wirklich nur vier Marker gibt, zwei im Niemalsland. Ja, ich muss mehr als die Hälfte halten, also ich muss beide in der Mitte halten, aber ich muss mein hinteres Ziel nicht unbedingt halten, um Stranglehold zu kriegen. Ne? Nee, Stranglehold müsste ich, da müsste ich auch hinten den dritten Marker halten. Mit Wache halten reicht mir nur die mittleren beiden Marker. Da kriege ich dann auch schon 3 Punkte für. Aber das ist auch wieder alles so situativ, ne? Das ist so situativ, also das finde ich auch nicht einfach. Das ist nicht gut genug. Das ist einfach nicht gut. Ne? Merze den Feind aus. Tod, dem goldenen Tod geweiht. Wenn du dieses Missionsziel wählst, musst du vor der Schlacht eine einzelne Einheit deiner Armee deines Gegners mit dem Schlüsselwort Primarch oder Oberbefehlshaber wählen und zum Tode verurteilen. Also, das ist schon mal geil eigentlich. Ne? Wird sehr, eigentlich fluffig. Ne? Wenn keine solche Einheit existiert, wähle die eine einzelne Einheit der Gegner des Armees, der Armee deines Gegners, die den höchsten Punktwert hat und verurteile sie zum Tode. Fluchtzeugeinheiten werden bei der Wahl ignoriert. Okay. 5 Siegespunkte, wenn die Einheit zerstört worden ist vom Gegner. Gut. 5 Siegespunkte, wenn ich sie mit Nahkampfattacken zerstört habe. Es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, ja. Und 5 Siegespunkte, wenn beide den oben genannten Bedingungen zutreffen. Ach, das ist auch schlecht wieder. Also, es kann dann nachher dann doch nicht, also für 15 Punkte doch nicht ihr Wert anders sein. Und die Einheit, die du zum Tode verurteilt hast, weiter als Sechster von deiner Ausstellungszone entfernt zerstört worden ist. Boah, das ist auch wieder, also das sind alles drei Missionen, hätte, wenn und aber, ne? Und das wird noch schlechter. Du kriegst -2 Siegespunkte, wenn für jede Einheit deiner Armee, die durch die Einheit, die zum Tode verurteilt hast, zerstört wurde. Also wenn Mortarion zwei Einheiten Kustodes tötet, kriege ich -4 Punkte. Selbst wenn ich alles erfülle, kriege ich nur 11. Boah, ist das schlecht, Leute. Das sind alle drei Missionen, muss ich jetzt hier einfach mal sagen, finde ich eigentlich kacke. Und das ist schade. Warum? Ich finde die drei Missionen alle nicht gut. Viel zu situativ. Viel zu situativ. Für eine Armee muss man ja auch immer noch dazu sagen, die wenig Modelle hat, die eigentlich auch dann einfach von der Anzahl der Einheiten auch schon wenig Flexibilität hat. Ne? Bin entsetzt. Ein bisschen übertrieben jetzt. Ne? So, kommen wir zu den Fähigkeiten der Kustodes. Ägis des Imperators, alle Modelle haben 4 plus Rettungswurf und ein 6er Feel No Pain. Haben sie auch noch dabei. Gegen tödliche Wunden. Ne? Also nicht nur gegen tödliche Wunden aus der Psi-Phase wie früher, sondern gegen alle tödlichen Wunden. Töchter der Dunkelheit, also Anathema Psykana, die Einheit kann nicht als Ziel von Psi-Kräften gewählt werden. Jedes Modell, jedes Mal, wenn für eine Einheit ein Psi-Test abgelegt wird, ziehe eins von ziehe für jede Einheit mit dieser Fähigkeit innerhalb von 18 Zoll 1 ab. Maximum von -3. Ja, okay, ganz nett. Addiere bei jeder Attacke eines Modells dieser Einheit, die eine feindliche Psioniker-Dämon-Einheit innerhalb von 6 Zoll und dieses Ziel hat 1 auf den Verwundungswurf. Ja, gut. Ne, also, ich finde die jetzt nicht so. Also, ganz ehrlich, die Sisters, das ist zwar ganz nice. Okay, manche finden die vielleicht auch cool. Aber so im Großen und Ganzen sind es doch eigentlich nur billige Truppen, um Missionszielmarker zu halten. Da muss man mich jetzt erstmal leider von dem Gegenteil überzeugen. Ne? Aus goldenem Licht, jedes Mal, wenn ein, also Fähigkeiten
Wie Alarus-Terminatoren, die haben aus goldenem Licht, die können shoppen. Kommen wir zum Kriegskatar. Ich würde sagen, jetzt kommen wir auch schon zum letzten, mindestens letzten Drittel. Wir machen nur noch ein Kriegskatar, ein paar Datasheets und dann ist der Kodex auch vorbei, sozusagen. Kriegskatar. Wenn jede Einheit deiner Armee Custodes hat, gut. Das Schlüsselwort Custodes hat. Nachdem beide Seiten aufgestellt worden sind, aber noch bevor bestimmt wird, wer den ersten Zug hat, musst du die Liste gegenüber, von der Liste gegenüber ein primäres, sekundäres und tertiäres wählen. Ganz wichtig. In der Liste steht nichts von primär, sekundär. Das habe ich erstmal auch richtig lesen müssen. Das ist ähnlich so ein bisschen so wie die Reihenfolge von den Necron-Fähigkeiten, die man so in den 5 Runden hat. Ich darf mir 3 wählen, primär, sekundär, tertiär. Und lege die Reihenfolge fest. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme als erstes Callistus, als zweites Salvus und als drittes Rendax. Dann notiere ich das und ich weiß, welches mein primäres, mein sekundäres und mein tertiäres ist. So. In jeder deiner Befehlsphase musst du, sofern eine verfügbar ist, eine Katar-Haltung wählen, die für deine Armee aktiv wird. Jedes Mal, wenn du das tust, profitieren Einheiten deiner Armee mit dieser Fähigkeit von der gewählten Haltung. Wenn du deine aktive Katar-Haltung wählst, beachte die folgenden Regeln. Du kannst dieselbe Katar-Haltung nicht mehr als einmal wählen. So, das heißt, Callistus hat Haltung 1 und Haltung 2. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, das weiß gar nicht, ob das gut ist oder so, aber in der ersten Runde sage ich dann, ich gehe in Callistus Haltung 1. Dann zählt für die erste Schlachtrunde Callistus Haltung 1, weil das mein primäres ist. So, du musst erst eine primäre Haltung wählen und kannst keine tertiäre Haltung wählen, bevor du eine sekundäre Haltung gewählt hast. Das ist halt die Reihenfolge, die ich vorher festgelegt habe. Ne? Wenn du deine Haltung eines anderen Kriegskatars gewählt hast, wenn du eine Haltung eines anderen Kriegskatars gewählt hast, kannst du keine Haltung eines vorher eingesetzten Kriegskatars hält. Denn ich habe ja 3 Katars. Ne? Primär, sekundär, tertiär. Beziehungsweise habe ich ja selber gewählt. Ne? Ich habe jetzt gesagt, Callistus ist 1, Salvus ist 2, Rendax ist 3. Jeweils haben wir 2 Haltungen. Und das bedeutet, in 6 Spielzügen kann ich ja nicht jede nehmen. Ne? Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist ja der letzte Punkt, ich müsste Haltung 1 von Callistus wählen in Runde 1. Ich kann dann ja in Runde 2 auf Salvus gehen, auf Haltung 1 oder 2, aber ich kann dann in Runde 3 nicht mehr auf Callistus gehen. Das ist dann vorbei. So ist das gemeint. Das klingt alles so schwierig. Es ist ja aber einfach. Es ist ja einfach. Ich schreibe 3 Kriegskatars, schreibe ich 1, 2 und 3 davor und dann gehe ich da so einfach durch. Also ne, ich darf nur einen Ablauf haben und fertig. Also das ist ja nicht schwierig. Ne? Callistus ist zum Beispiel Haltung 1, wie jedes Mal, wenn die Einheit vorrückt, einen zusätzlichen wächst. Guck mal, ist doch schon gut für Runde 1. Habe ich doch schon richtig gesagt hier. Ne? Haltung 2, jedes Mal, wenn die Einheit in deiner Bewegungsphase eine normale Bewegung ausführt oder vorrückt, zählt sie in der Fernkampfphase als stationär. Das könnte ich dann in Runde 2 machen oder ich könnte, das ist zum Beispiel auch eine gute Sache, wenn ich glaube ich, Meister der Haltung 2 gleichzeitig aktivieren kann, dann kann ich vorrücken und schießen. Das ist ziemlich gut, ne? Salvus addiere 4 Zoll auf die Reichweite von Fernkampfwaffen. Rendax Haltung 1 bei der Attacke gegen eines Modells gegen Fahrzeug oder Monster verursacht ein automatischer Trefferwurf von 6 automatischer Trefferwurf von 6 automatisch. Gut. Kaptaris, Haltung 1, jedes Mal, wenn eine Nahkampfwaffe gegen diese Einheit ausgeführt wird, kann der Trefferwurf nicht wiederholt werden. Sehr mächtig nachher im Spiel, wenn man im Nahkampf ist.
Du wiederholst keine Trefferwürfe gegen mich, das ist sehr mächtig. Also, gehen wir jetzt nicht alle durch. Da kann man mit Sicherheit seinen Schildherr noch richtig mit buffen und sehr flexibel aufstellen, weil es ja wirklich nach der oder bei der Aufstellung erst gewählt wird, ne? Ziemlich cool. Ziemlich cool, Leute. So. Trajan Valoris. Ne? Erstmal, alle Charaktermodelle haben hier eine Attacke und einen Lebenspunkt mehr bekommen. Das ist ja schon mal sehr gut. Ne? Trajan Valoris hat einen 5er Feel No Pain. Er ist der Generalkommandant. Wenn sich die Einheit in Schlacht befindet, muss dieses Modell der Kriegsherr sein. Ich glaube, das bezweifelt auch kein Mensch. Ne? Wenn dieses Modell dein Kriegsherr ist und jede Einheit deiner Armee Adeptus Custodes hat, kriege ich einen zusätzlichen Befehlspunkt und dieses Modell erhält zwei Punkte Begabung des Kriegsherrn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Legendärer Kommandant. Ich darf Treffer und Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Für Kerneinheiten. Nicht für ihn selbst. Aber mit seinem Volatil darf er immer noch Trefferwürfe wiederholen. Das ist schon mal gut. Die Fessel des Augenblick hat sich ein bisschen geändert. Einmal pro Schlacht darf ich erneut kämpfen. Ich darf wenn ich einen Schutzwurf verpatze, kann ich den Schaden auf 0 ändern. Das ist sehr, sehr mächtig. Situativ, klar. Aber bevor ich 6 Schaden flat von irgendeinem Chaos Knight bekomme, kann ich auch mal sagen, okay, ich habe einmal nicht gerettet, ja, macht mir trotzdem nichts. Ne? Der letzte Punkt ist dann, ich darf umsonst dazwischen grätschen. Nachdem eine feindliche Einheit gekämpft hat, kannst du mit diesem Modell als nächstes kämpfen. Also ziemlich nicht mehr irgendein Stratagem auf 0 setzen sozusagen, aber ich kann trotzdem immer noch wichtige Sachen machen damit. Ne? Werden vielleicht auch viele vermissen, ich weiß, aber trotzdem ist das gut. Ich habe auch keinen 3 plus Rettungswurf mehr, sondern nur noch den 4 plus. Tut mir leid, aber das muss einfach sein. 3 plus Rettungswürfe gehen gar nicht. Ich habe 8 Leben, 6 Attacken, 2 plus Hose. Misericordia, eine Wächteraxt im Fernkampf, Stärke 5 minus 1, 2. Die Wächteraxt im Nahkampf macht Stärke mal 2, minus 3 und 3 Schaden. Also mit 6 Attacken Stärke 10 minus 3, 3 haut man dann doch auch schon mal gut weit aus den Socken. Ne? Genau. Ja, Schildkommandanten muss man jetzt alle nicht, müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Der Schildkommandant in Alarus Terminator-Rüstung hat auch schon mal 8 Leben. Netter Typ, ne? Schildkommandant auf Dorn, Eagle Jetbike. Ne, den gehen wir auch nicht durch. Der hat 9 Leben standardmäßig. Das ist auch schon extrem viel. Zu den Jetbikes kommen wir gleich, wenn wir den wirklichen Jetbike angucken. Der Klicken-Champion. Den gucken wir uns an. Das neue Modell, ich finde es persönlich nicht schön. Er hat drei verschiedene Schwerter, die gegen unterschiedliche Sachen gut sind. Gegen Monster und Fahrzeuge verwunde ich auf die 4 automatisch. Das ist 4 plus automatisch, das ist schon mal sehr gut. Ich habe damit plus 2 auf Stärke, also 6 Attacken Stärke, 7 minus 4, 2. Das ist natürlich schon mal gegen Monster nice. Dann kann ich für jede Attacke 2 Attacken ausführen, statt einer mit Hurricanes. Dann habe ich zwar nur Stärke 5 und einen Durchschlag und einen Schaden, aber 12 Attacken. Und Victus gegen Charaktermodell Verwundungswürfe wiederholen. Dann habe ich halt 6 Attacken, Stärke 5, minus 4 und 3 Schaden flat. Das ist schon, also der ist extrem flexibel, ziemlich gut. Hat auch noch 3 Fähigkeiten. Der Gegner die gegnerischen Trefferwürfe gegen mich von 1 bis 3 verpatzen. Also quasi so Transjuben mit Trefferwürfe. Ist auch nicht schlecht, ne? Wegen den schnellen Klingen. Zack, zack, zack. Jedes Mal, wenn eine befreundete Schildeinheit einen Angriff ansagt und eine feindliche Einheit ansagt, die sich in Nahkampfreichweite und dieses Modell befindet, bekomme ich plus 1 auf den Trefferwurf für jene Einheit. Das ist so wie First to the Fray oder nach mir Jungs, glaube ich, bei den Orks heißt das. Wenn das Modell schon im Nahkampf ist, dann können die Einheiten besser angreifen um mich herum. Ne? Und ich darf heroisch intervenieren innerhalb von 6 Zoll, wenn ich mich dann um mein feindliches Charaktermodell beendet, wird die heroische Intervention. Okay. Okay.
Ja, dann gibt es zum Beispiel, es gibt jetzt hier so ein HQ-Modell für die Anathema Psychana, die Ritterin Centura, Bewegung 7, Stärke 3, Widerstand 3, 5 Leben, 4 Attacken, KGBF 2, hat ein großes Scharfrichterschwert, dann habe ich 4 Attacken, Stärke 6, minus 3, 2, ich habe einen meisterhaften Bolter, supi, 5er Rettungswurf und hab eine Aura mit Verwundungswürfen von 1 wiederholen, ne, für Anathema Psykhana Einheiten. Also ich kann jetzt ein Anathema Psykhana Detachment spielen. Okay, cool. Kustodeswache immer noch 3 bis 10 Modelle. Hier eine von 2 Standardeinheiten. Moravet 11, habe ich ganz vergessen zu sagen. Kustodes haben jetzt Moravet 11. Das braucht man, ne? Genau. Im Nahkampf haben sich hier auch die Waffen geändert tatsächlich. Die Wächterklinge plus 1 Stärke, minus 3 Schaden und minus 3 DS und 2 Schaden Flat. Alles hat jetzt 2 Schaden Flat, nicht mehr W3. Der Wächterspeer hat plus 2 Stärke, minus 3 im Nahkampf auch und 2 Schaden Flat. Also eine Kustodeswache mit dem Speer hat 3 Attacken, Stärke 7, minus 3, 2. Nur, dass da keine Death Guard kommen, ne? Präsidiumschilde geben nicht mehr 3er Rettungswurf, sondern plus 1 auf den Rüstungswurf. Was trotzdem, Leute, ihr müsst rechnen. Das ist mächtig. Das ist immer natürlich nicht ganz so mächtig wie ein 3er Rettungswurf, da gebe ich euch recht. Aber eine Kustodeswache in einem Geländestück hat 0 plus Rüstungswurf. Und sage ich mal, irgendeine Rakete mit 3 Schaden Flat und minus 2 Durchschlag, dagegen habe ich immer noch einen 3 plus Rüstungswurf. Dann. Das ist immer noch gut. Die zweite Standardeinheit ist hier Prosekutoren. Das ist so eine Bolter-Einheit von den Ladies. Ja, die haben 2 Attacken im Profil, 3er Hose und einen Bolter. Ne? Also die sind jetzt echt unspektakulär. Man kann da bestimmt mal ein bisschen hier und da was wegboltern. Aber das war dann auch. Ne? Kustodeshüter, sind wir schon in der Elite. Das ist die Kustodeswache, ja, mit einer Attacke mehr und einem Sechser Feel No Pain gegen alles. Und mit der Leibwachen-Sonderregel. Und ich kann auch noch Kastellanäxte nehmen. Ich glaube, die sieht man nie, ne? Oder? Ich glaube, die sieht man nie. Alarus-Kustode sieht man dafür häufiger. Ja, Profilwert ist, glaube ich, komplett gleich geblieben. 4 Attacken, 4 Lebenspunkte. Die Kastellanaxt hat im Nahkampf auch plus 3 Stärke, minus 2 DS und 2 Schaden Flat, auch nur 2 Schaden Flat. Dann habe ich noch die Sonderregel, dass ich mich teleportieren kann aufs Schlachtfeld und Scharfrichter der Tyrannen. Jedes Mal, wenn diese Einheit nachrückt oder sich neu ordnet, kann sich jedes Modell dieser Einheit näher auf ein feindliches Charaktermodell statt auf eine nächste feindliche Einheit zu bewegen. Solange ein oder mehrere Modelle jene Bewegung in Nahkampfreichweite eines Charaktermodells befinden. Ach so, okay. Also im dichten Gedränge, da muss ich nicht zur, sag ich mal, nicht unbedingt zur einer Zerfleischer peilen, sondern ich kann auch zum Blutdämon peilen. Gut. Ne? Ein bis sechs Modelle. Ich kann ein einzelnes Modell spielen. Ein bis sechs. Boah. Flexibilität ist alles. Ne? Vexillus Praetor. Auch hier 6 Leben, einen Lebenspunkt mehr bekommen. Die Standarten haben sich geändert. Vexillum Defensor, der Träger, der hat die folgende Aura-Fähigkeit. Solange sich eine befreundete Schildherrn Kern oder Charaktermodell innerhalb von 6 Zoll befindet, profitiert sie von leichter Deckung. Ne? Geil. Also ich kann auch mit den Präsidiumschilden auf der Kustodeswache im offenen rumlaufen, wenn ich den Vexillus Praetor damit dabei habe und kann meine Deckung mitnehmen. Sehr, sehr fies. Vexillum Imperius, auch eine Aura für Kern- und Charaktermodelle. Ich kriege eine Attacke dazu. Sehr, 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 sehr gut. Vexillum Magnifica. Solange sich eine befreundete Kerneinheit oder Charaktermodelleinheit innerhalb von 6 Zoll um dieses Modell befindet, profitiert sie von Dichterdeckung. Also minus 1 auf den Trefferwurf, aber nicht mehr auf Dreadnoughts. Ne? Gut. Und ich darf von jeder Standarte nur einmal pro Schlag, eine pro Detach oder pro Armee mitnehmen. Pro Armee, weil die so selten sind. Gut.
Ehrwürdiger Contemptor wird, na, tut mir leid, also das ist eigentlich, das ist so eine Liebhaberei, ehrlich gesagt, den wird wahrscheinlich kein Mensch mitnehmen. Vertuspretoren aber. Moralwert 11, ganz wichtig, fünf Lebenspunkte, nicht mehr vier. Das ist ein riesen Unterschied, das ist schon ein Riesenunterschied. Ich kann Hurricane Walter mitnehmen, die haben sich natürlich nicht geändert, aber der Salvenwerfer hat sich insofern geändert. Schwer 1, Stärke 8 minus 4 und 3 plus W3 Schaden. Hier keinen Verwundungswurf mehr wiederholen gegen Fahrzeugeinheiten. Aber natürlich eine mächtige Schussattacke, also eine richtige fette Lanze, die auf 2 plus trifft. Kostet, glaube ich, auch nichts extra bei diesen Modellen. Oder kann ich ja schon mal eben gucken, weil das ist natürlich mächtig. Ne, doch, Salvenwerfer kostet 5 Punkte mehr, dann kostet ein Vertuspraetor nicht 85, sondern 90 Punkte. Aber es ist eine mächtige Schussattacke. Ja, dann gibt es noch einen Rhino und einen Land Rider, einen ehrwürdigen. Das war's. Mehr Einheiten gibt es nicht. Ne? Ja, normalerweise so ein richtiges Fazit möchte ich eigentlich fast nie geben, weil jeder ist da sowieso, hat da sowieso eigentlich andere Ansichten. Aber es fällt ein, ich möchte ein paar Gedanken, sage ich mal, einfach jetzt im Nachhinein äußern. Ja, ich finde, Custode sind nicht schlechter geworden. Viele sagen, ja, sind schlechter geworden. Stratagems sind weg, wie Doppelschießen und so. Ja. Aber dafür habe ich auch viel gekriegt, ne? Also, ich muss erstmal was anderes sagen. Das Buch Standalone kann ich mir nicht vorstellen, dass es das wirklich, sage ich jetzt mal, auf kompetitivem Niveau annähernd mithalten kann. Denn an den Einheiten hat sich ja grundsätzlich eigentlich nichts geändert. Sie sind vielleicht ein bisschen gut, haben was bekommen, haben auch was abgegeben, aber ich glaube immer noch, dass der Custodes, das Adeptus Custodes ohne die Modelle vom, ohne die Forgeworld-Einheiten nicht gut spielbar ist. Das möchte ich jetzt hier einfach mal so sagen. Ja, Venatari sind immer noch super mächtig. Ja, sie dürfen nicht mehr doppelt schießen für einen Befehlspunkt. Ja, das ist auch gut so. Das war schon sehr, sehr, sehr mächtig. Aber ich kann durch verschiedene Schildheere zurückfallen und schießen, zurückfallen und oder angreifen. Und. Ich kann runterschocken mit einem Schildherr und sagen, ja, ich krieg minus, du kriegst nächste, bis zur nächsten Runde minus eins auf Trefferwurf auf die. Ja, es ist vielleicht nicht besser als Doppelschießen, aber es ist trotzdem noch mächtig. Ne? Die zwei Contemptor-Bots aus den Forgeworld-Büchern behalten Kern als Keyword, oder die hatten schon Kern, die kriegen noch Verwundungswürfe wiederholen und und. Ja, ich muss sagen, ja, natürlich haben, ist das jetzt eine neunte Editionsarmee, aber ich bin im Großen und Ganzen, ich will nicht mal sagen enttäuscht, aber es geht trotzdem nicht ohne Forgeworld-Einheiten. Ne? Ich rede hier nicht von Bion Brezen spielen, da kannst du das locker spielen, gar keine Frage. Aber sobald du irgendwie die Einheiten oder die Kodexbücher vergleichst, muss ich sagen, würde mich das wirklich wundern, wenn die oben, also auf keinen Fall in das S-Tier kommen, wo zum Beispiel Drukhari oder Admech, ich weiß nicht, ob Admech da noch drin ist, auf jeden Fall Drukhari sind, kein Fall, als Standalone-Buch gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Also ich glaube, dass die in normalen Spielen ganz gut mithalten können, kompetitiv, ohne Forgeworld schon mal gar nicht. Ne? Und was man so sagen muss, ja, ist auch noch eigentlich tatsächlich eine Kritik. Custodes sind ja zum Beispiel teuer, sage ich mal. Also wenn ich jetzt wirklich nur das Buch hier nehmen wollen würde, dann stelle ich in der Armee immer zusammen. Ich meine, das wird wahrscheinlich jeder machen. Ich nehme irgendwie ein bisschen was mit, um Masse zu beschießen oder im Nahkampf zu kämpfen. Ich nehme irgendwie was Anti-Tank-mäßiges mit.
Ich gucke hier in den Kodex rein und sage, ja, okay, ich werde jetzt hier kein Ewige, der ewige Contemptor Dreadnought oder ein Land Rider, klar, kann der auch Anti-Tank, aber nehme ich jetzt nicht wirklich mit. Dann bleibt mir eigentlich nur der Biker-Trupp mit den Salvenwerfern als Anti-Tank, was ja zugegebenermaßen ziemlich gut ist. Aber dann habe ich schon keinen Massenbeschuss mehr, weil das ist die einzige Einheit, die auch Massenbeschuss kann. Ne? Weiterer Kritikpunkt ist zum Beispiel auch noch, fast alles, fast jede Einheit hat Schaden 2 Waffen. Das ist ja schön und gut, aber wie viel läuft denn da mittlerweile draußen mit Schadensreduzierung rum? Und da wird es dann auf einmal fürs Kustodes richtig böse. Ne? Richtig böse, wenn die auf Death Guard zum Beispiel treffen, die auch hohe Widerstände und hohe und Rettungswürfe und haben. Also ganz ehrlich, da kann ich verstehen, dass manche sagen, ja, das ist Mismatch für mich irgendwie. Ne? Ich habe nur Schaden 2 Waffen, auch die Abfanglanzen der Vertuspretoren haben auch Schaden 2. Klar kriege ich plus 1 auf Verwundungswurf, aber sobald der geht, Custodes selber auf Armeen mit Rüstungs- oder mit Rettungswürfen, mit Schadensreduzierung kommt, dann haben die es total schwer. Ne? Ja, und so richtig Kadenz, um das ausgleichen zu können, haben sie ja nun auch nicht. Leute, ein schönes Buch, aber auf der anderen Seite habe ich da sehr, sehr viele Fragezeichen auf dem Kopf oder vor dem Kopf. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so spielt, ehrlich gesagt. Und guck einfach hier weiter die Battle Reports. Irgendwann wird einer kommen mit Custodes. Und da bin ich mal gespannt, wie das so sein wird, was ihr dazu sagen werdet. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß an den Infos, die ich euch heute gegeben habe. Und es war nicht zu holprig. Ich glaube, mit dem Pusten ging es besser als beim letzten Mal. Komischerweise ist es auch das gleiche Headset, was ich hier auch für Streams benutze. Und da war der Sound bis jetzt eigentlich auch immer ziemlich gut. Wir wollen uns ja immer ein bisschen verbessern. Irgendwann hole ich mir so ein Streber-Podcast-Mikrofon und dann läuft das. Ne? Da hat ja auch so einen Schutz davor, so einen Puste- oder Spuckschutz. Ne? Naja, gut. Leute, Adeptus Custodes, teilt mir mal eure Meinung mit, da bin ich sehr interessiert. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu, lasst ein Like da, falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt. Ein Abo da, liked das Video und bis zum nächsten Mal, Daka Daka TV. Ciao.